Moin, herzlich willkommen zu einer Spielevorstellung. Das ist unser neues Format. Natürlich jetzt nicht so mega brandneu, ne? Machen andere auch, aber wir hatten vor, das jetzt neben den Rezensionen laufen zu lassen, denn es geht einfach um Spiele, die noch nicht oft genug auf dem Tisch waren, zu denen wir aber trotzdem gerne was machen würden. Aber wir haben uns ja so ein bisschen so diesen Kodex auferlegt, dass wir so ein Spiel schon 7 bis 10 Mal spielen wollen, einfach bis auf dem Tisch. Und wenn man guckt hier, darum geht's jetzt heute, erzähle ich gleich mehr. 1 bis 4 Spieler, das sind ja schon mal 4 Spiele, die ich brauche, um jede Besetzung durchzuhaben. Einfach mal, um zu gucken. Ne, wenn ich ein Spiel solo spiele, kann ich nichts zum Viererspiel sagen. Das funktioniert einfach nicht. Und so ist das Ganze einfach entstanden. Und dementsprechend kriegt ihr jetzt hier sowohl Eindrücke, aber wie gesagt, behaltet das als Eindrücke. Es ist keine Rezension, die jetzt hier kommt. Da möchte ich auf jeden Fall Wert drauf legen. Es sind Eindrücke, die wir haben oder die ich habe nach einigen Spielen, teilweise nach einem Spiel. Denn also das ist auf jeden Fall auch vorausgesetzt, dass eine Spielevorstellung gedreht wird. Ein Spiel muss gespielt worden sein. Ich mache das nicht anhand der Regeln oder so, da habe ich keine Lust drauf. Und dementsprechend, hier sind schon ein paar mehr, aber trotzdem machen wir jetzt eine Spielevorstellung. Und denn die Besetzungen sind noch nicht so alle so durch, die wir haben. Und ihr bekommt eine Übersicht, was das Spiel tut, was das Spiel kann, im weitesten Sinne, aber jetzt eben auch keine ganz genaue Regelübersicht. Das heißt, also für euch vielleicht so eine Übersicht, ist das was für mich, kann das was für mich taugen oder ist das eigentlich eher so gar nicht meine Schublade? Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir mit Roma und Alea. Schwerkraft hat es rausgebracht in Deutsch. Jetzt vor kurzem erschienen, PSC, Plastic Soldier Company aus England, hat das Original gemacht. Ich bin nach wie vor von diesem Verlagsnamen total begeistert. Und wie gesagt, 1 bis 4 Spieler, das haben wir schon gesagt, 60 bis 90 Minuten und ab 14. So, Roll and Write. Ne? Ich habe hier Würfel, kommen wir gleich genauer zu. Roll and Write, 60 bis 90 Minuten, ab 14, das ist schon eine Ansage, denn es ist wirklich ein komplexes Spiel, muss ich sagen. Es hätte eigentlich auch, wenn man an einer anderen Stelle weiter abgebogen wäre, auch ein Brettspiel werden können, so in dem Sinne. Nun, es ist ein Roll and Write. Und ich glaube, es ist das komplexeste Roll and Write. Nein, es ist das komplexeste Roll and Write, das ich gespielt habe bisher. Und ich mag komplexe Spiele und dieses Roll and Write bisher lässt auch alles zurück für mich. Einfach, was ich so hatte, was ich gespielt habe. Da ist eigentlich nichts, weder Roll and Write noch Flip and Write noch V&V Write, wo ich sagen würde, das würde ich lieber spielen. Also das ist schon wirklich ganz vorne. Es ist natürlich kein Reisespiel. Ne? Es ist nichts für die Westentasche. Es hat keine Blöcke. Ich habe hier diese festen Unterlagen, auf denen ich schreibe, dass ich dann wieder wegradieren kann mit so einem Filzradierer. Aber dazu gleich mehr. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall schon eine Ansage, was die Komplexität angeht, dieses Spiel. Bisher war das Fleet für mich immer so ganz oben. Da ist dieses hier jetzt dran vorbei, auch spielerisch für mich einfach dran vorbei. Und wir sind in Rom, unschwer zu erkennen. David Turci und Nick Shaw waren die Autoren und haben sich ja praktisch darum gekümmert, dieses Ganze nach Rom zu transportieren. David Turci kennt man, Anachrony. Ganz voran, ganz viele Solo-Modi von bekannten Heavy Heroes, also wirklich auch im Heavy-Bereich unterwegs, der gute Mann. Und Nick Shaw hat auch ganz viel gemacht. Bei Dice Settlers war er dabei, bei Cerebria war er dabei. Also auch eine ganz große Palette an Spielen, an denen er mitgearbeitet hat, auf jeden Fall. Ja, das soll mal zu dem Spiel gewesen sein. Und wir bauen Rom auf. Hier haben wir den Bauplan von Rom, beziehungsweise das Gelände von Rom, die Hügel, auf denen Rom errichtet werden sollen. Das Forum Romanum steht schon. Das ist die Seite für 1 und 2 Spieler, ich drehe mir kurz um, bei 3 und 4 Spielern sieht es dann so aus. Ne? Hat man ein bisschen mehr Platz, sich auszudehnen, brauchst du auch. Denn hier geht es schon auch interaktiv zu. Ne? Das ist also nicht so, dass jeder hier auf seinem Tableau rumfuchtelt, sondern hier passiert schon wirklich eine ganze Menge. Wir haben das Ganze hier unterteilt in die Hügel, Forum und die übrigen Hügel, auf denen Rom erbaut wurde dann praktisch. Und hier haben wir die Sumpflandschaft, die sich so um Rom und durch Rom schlängelt. Und hier haben wir dann sogar noch bei 3 und 4 Spieler auf der Map gibt es dann hier noch ja, Platzierungsbonus. Ne? Also wie bei Terraforming Mars, wenn man hier was drüber malt, dann bekommt man das. Denn man malt hier tatsächlich. Wir drehen trotzdem mal auf die Zweierseite, denn das habe ich vor, auf der Seite habe ich jetzt eigentlich fast nur gespielt. Und hier sind die Stifte. Mit diesen Stiften schreibt man, finde ich, tatsächlich einen Grund zu meckern auf zwei Stellen, denn einmal sind mir die Dinger zu dick, also ein bisschen dünnere Stifte hätten es wirklich getan, gerade was die Buchführung auf diesem Tableau angeht, gucken wir uns gleich an. Und der Orange ist jetzt nicht so genial zu erkennen, finde ich. Also ich finde, das ist schon okay, aber es gibt bessere Farben. Ne? Wenn man hier also den Grün sieht, das ist schon deutlicher. Ne? So. Aber
Das ist vielleicht, wenn man das jetzt mal am Spielfest macht, meckern auf hohem Niveau. Aber trotzdem ist es eine Sache, finde ich, die angesprochen werden kann. Dünnere Stifte wären auf jeden Fall besser gewesen. Vielleicht hat man welche zu Hause liegen. Es müssen ja nur abwischbare sein, denke ich, ne? Ich glaube, das müsste reichen. Auf jeden Fall bauen wir hier, haben hier unsere Vorarbeiter, die sich eben durch die unterschiedlichen Gebäude bewegen. Wenn ich jetzt nämlich hier von den ausliegenden Gebäudekarten, da zeige ich jetzt einfach mal so ein paar rein. Das sind sie. Es gibt noch wesentlich mehr. Ne? Das hier ist der Stapel der Gebäudekarten. Also ist einiges da, also für Varianz. 8 Stück werden ausgelegt nach einer bestimmten Formel. Und die sind unterschiedlicher Zugehörigkeit. Ne? Es gibt Religionsgebäude, das ist hier so ein Schrein. Es gibt Armeegebäude, es gibt Gewerbe, es gibt Freizeitgebäude, es gibt Stadtgebäude. Und ich habe im Grunde die freie Wahl, was ich bauen will. Immer oft ein bisschen abhängig davon, wo ich gerade stehe. Na, denn ihr seht, diese Gebäude haben einen Umriss hier oben drin. Das sind so die typischen Tetris-Puzzleteile, sage ich immer dazu. Das Tetris-T hier. Ne? Und das ist der Plaza. Wenn ich den jetzt zum Beispiel bauen würde, würde ich bezahlen aus meinem Ressourcenvorrat oder aus den Würfeln, je nachdem, zweimal Ziegel, einmal Holz. Und dann kann ich ihn eintragen. Und zwar angrenzend zu meinem Meeple. Ich stehe jetzt hier, kann bauen vom Sumpf auf Berg oder vom Berg auf Sumpf, kann aber nicht, also von Hügel, kann aber nicht von Hügel auf Hügel bauen. Also ich muss entweder auf meinem Hügel bleiben oder auf einem Hügel bleiben oder ich verbinde das, wenn nichts anderes steht, eventuell mit der Sumpflandschaft. Hier, Tetris T hatten wir gesagt und ich trage jetzt hier ein. Achtung, es wird gemalt. So ist das erlaubt. So, die Plaza. PZ. Und da seht ihr, dünner wird geiler. So. 3 Siegpunkte gibt das Ganze am Ende des Spieles, wenn dieses Plaza vollständig in einem 3x3-Raster aufgeht. Das heißt, wenn hier was gebaut ist, da was, da was, da was, da was. Na, dann kriegt man diese 3 Siegpunkte. Man kann es natürlich versuchen zu verhindern, indem man Gebäude dran baut, wo man dann selber nichts mehr reinkriegt, beziehungsweise wo der andere nichts mehr reinkriegt, denn man möchte ja die Punkte des anderen auch irgendwo verhindern. Und dieses Spiel ist schon echt interaktiv. Also ich kann zum einen habe ich so einen leichten Zwang, etwas zusammenzumachen. Terra Mystica zum Beispiel, ne? Also man muss aneinander bauen, ne? Gunnar hatte das gesagt, moin. Man muss schon hier und da ein bisschen aneinander bauen, denn immer wenn ich an ein Gebäude baue, das eine Produktionsfähigkeit hat, löse ich diese Produktionsfähigkeit aus. Allerdings auch die Produktionsfähigkeit meiner Gegner. Das heißt, ich muss ein bisschen abwägen, baue ich da nicht. Oder muss ich unbedingt da bauen, dafür schenke ich ihm aber was. Oder platziert sich mein Gegner vielleicht so, dass ich ständig an seine Gebäude baue. Auch das ist möglich. Und zwar hier, verbrauche 2 beliebige Ressourcen, um einmal Geld zu bekommen und ein Juwel zu erhalten. Bei Produktion. Das heißt, wenn an diese Villa angrenzend gebaut wird. Blitz heißt es, das ist das, was man sofort bekommt. Auch das ist ja inzwischen international bei Brettspielen. Und hier bekommt man dann einfach die Produktion, wenn sie denn ausgelöst wird. 2 Siegpunkte, wenn es benachbart ist, zumindest 3 Gebäude. Ne? Das heißt, man muss schon ein bisschen gucken, dass das, was man baut, man auch idealerweise denn zu Punkten macht und auch zu Ressourcen macht. So, dann kommen wir zum nächsten. Denn Roll and Ride, und wir haben uns noch gar nicht über Würfel unterhalten. Das sind die. 2 Spieler oder auch ein Spieler hat diese Anzahl an Würfeln: 2 blaue, 2 gelbe, einen roten. Es gibt noch mehr, je nachdem, mit wie vielen Spielern ich denn spiele. Es wird geworfen und der Startspieler pro Konsol wählt als erstes einen Würfel. Dann hat er hier auf seinem Tableau, das gucken wir uns gerade nochmal an, Senatoren. Entweder hat er schon welche oder hat noch keine. Wenn er einen Senator hat, kann er an dieser Stelle sagen: Ich setze einen Senator an, nehme sofort einen zweiten Würfel. Ja, kann wichtig sein, wenn ich einen Würfel dringend brauche, denn diese Würfel zeigen mir an, was ich machen kann. Ich kann immer von jedem Würfel, also es wird nach und nach im Uhrzeigersinn gespielt, und wer dran ist, nimmt eine Hauptaktion von seinem Würfel. Dieser Würfel hätte zum Beispiel 3 Hauptaktionen. Der hätte einen Architekten drauf, mit dem ich bauen kann. Der hätte so eine Besteuerung und der hätte hier Truppen ausheben. Müsste ich mir halt überlegen. Dieser Würfel bietet im Grunde nur Nebenaktionen, nämlich einfach etwas machen mit 3 Leben. Und wenn es erziegeln, und wenn es ist, diese Ziegel einzulagern. Ich kann aber trotzdem sagen, dass ich zum Beispiel handle. Fürs Handeln zum Beispiel brauche ich keinen direkten Würfel, also direkte Würfelaktion, sondern ich kann einfach sagen, 3 Gegenstände werden zu einer Münze, beziehungsweise 3 gleiche werden zu einer Münze. Ich könnte theoretisch also diese 3 Ziegel direkt zu einer Münze machen. Wenn ich das geschickt verbinde, könnte ich das sogar zu einer Bonusmünze machen, wenn ich diese Steuern abrufe. So, ne? Aber das ist jetzt einfach so, wie es ist. Dann ausheben funktioniert ein bisschen wie produzieren. Ich habe Armeegebäude und die bringen mir bei einer bestimmten, also wenn ich die trigger über dieses Symbol, bringen mir die eine bestimmte Anzahl Legionen.
die ich auch wiederum auf diesem Blatt hier, Brett vermerke. Und so vermerke ich hier alles. Also Gebäude, die ich hier baue. Ich habe ja ein Gebäude gebaut, Strich hin. Ne? Legionen, die ich bekomme, Strich hin. Senatoren bekomme ich, wenn ich ein gegnerisches Gebäude baue, Strich hin, wenn ich das tue. Geld bekomme ich hier, Strich hin. Ne? Fehlen noch diese beiden hier unten und das spielt sich in den Provinzen ab. Denn Rom war jetzt nicht nur eine reine Baumeisterstadt, sondern hat nämlich militärisch auch so ein bisschen was getan. Wir haben hier Hispania, Gallia, Ägyptus, Asia Minor. Wer aufgepasst hat, der hat gesehen, auf der Rückseite sind genau dieselben Provinzen. Also es wird nicht mehr. Ne? Das heißt, der Kampf wird enger. So. Und ich habe hier diese Provinzen und muss sie unterwerfen. Es ist einfach so. Ne? Das ist das, was die Römer getan haben. Ich habe hier zu Anfang direkt die erste, die ich unterwerfen, also ich müsste so der Reihenfolge nach gehen. Und in Hispania, wenn ich da jetzt starte, könnte ich mich entscheiden zwischen dieser Zweier- und dieser Zweier-Provinz. Heißt ganz einfach, ich brauche eine Kampfstärke von zwei, heißt mindestens zwei Legionäre, die ich habe hier auf meiner Leiste. Das wäre jetzt eins. Ich kann dazu aber immer noch nehmen, dieses Auxiliar. Da unten ist es, hier diese Pike. Und das wäre plus eins. Dann wäre ich schon bei zwei. Damit hätte ich das Ganze erreicht. Könnte das Ganze abhaken für mich. Hier sehen wir einen Banner. Ich mache dann unter diesen Banner den Strich. Und fertig ist die ganze Sache. Muss aber allerdings jetzt diesen einen Legionär noch abstreichen, denn der wird jetzt befestigt dahingesetzt. Gibt am Ende aber Punkte. 2-1 im Wert. So. So erobere ich Provinzen. In dem Moment, in dem Provinzen erobert sind, kann ich mit einer anderen Aktion, Baumeister, die Straßen sanieren. Müsste ich dann einen Stein für ausgeben. Würde diese Straße sanieren, habe hier so ein Vermächtnis-Icon. Und dieses Vermächtnis-Icon oder Symbol sehe ich hier wieder. Strich drunter. Und zwei zusätzliche, wenn ich mit einer Aktion mindestens zwei Straßen saniere. Also würde ich zwei Steine haben, ein Baumeister reicht. Und diese wäre auch schon angeschlossen. Es geht immer nur zu eroberten Gebieten. Könnte ich diese Straße eben auch schon sanieren. Würde zwei kriegen, 1, 2, 3, plus zwei Bonus, weil zwei Straßen waren, 5. Und so mache ich große Sprünge in Richtung der blauen Zahlen. Die blauen Zahlen wiederum beziehen sich auf Nero. Hier sehen wir Nero. Und Nero hat Punktewerte. 7, 5, 4, 2. Der erste, der so eine blaue Zahl erreicht, kriegt die Karte. Und so geht es immer reihum, bis alle Karten weg sind. Danach wird noch eine Runde gespielt und das Spiel ist zu Ende. Wer dann die meisten Punkte hat nach der Abrechnung, die sehen wir hier, der gewinnt. Ich bekomme alle meine Leisten, die ich hier unten habe, abgerechnet. Ich bekomme Punkte durch Berater, das sind diese hier, die besteche ich per Nebenaktion. Ja, wir erinnern uns, ich kann eine komplette Hauptaktion machen von dem Würfel, ich kann aber kann beliebig viele Nebenaktionen machen. Die werden einfach bestochen. Entweder gebe ich ein Juwel aus, einen Fisch oder so ein Körbchen. Die sind meistens auf den, ich glaube, hauptsächlich auf den blauen Würfeln drauf. Da sind sie, die Körbchen. Allerdings darf ich diese Sachen nur bezahlen direkt runter von meinem Würfel. Nicht, was ich in der Auslage, also was ich in meinem Lager habe, ist nicht mehr geeignet zum Bestechen. Die wollen frische Ware, die Herrschaften. Und ich brauche immer 1, 2, 3, 4, also ich brauche immer zwei Aktionen Bestechung, um hier voranzukommen. Und das bringt mir dann einfach zusätzliche Fähigkeiten, ne? Donatus. Bei deiner Aktion sanieren erhältst du die Ressource der Region. Ne? Das heißt, wir haben uns hier in Spanien angeguckt, ich habe jetzt eine Straße saniert und würde den Fisch bekommen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wenn ich dann beide Fähigkeiten freigeschaltet habe, kann ich auch nochmal investieren. Ein fünftes Mal und würde dann noch 4 Siegpunkte freischalten. So funktioniert das. Das ist im Groben schon alles. Und ich glaube, was heißt schon alles? Das ist wirklich eine ganze Menge. Ne? Also es ist wirklich ein sehr komplexes Spiel mit sehr viel Spieltiefe. Man kann eine Menge überlegen. Es ist nicht unwichtig, wo ich platziere, wo ich baue. Es geht weit über das Zahlen eintragen. Gut, klar, wenn ich so ein Spiel mit so eine Mathematikgeschichte nehme, wo viel gerechnet wird und so, das natürlich geht auch weit über das Zahlen eintragen hinaus, ganz klar. Aber ich mache hier keine Kreuzchen oder sowas. Ich habe wirklich eine Menge zu tun und da würde ich das Spiel doch auf jeden Fall ganz oben anrechnen, was die Komplexität angeht für Roll and Write. Und ich denke auch, dass es mein Lieblings-Roll and Write ist, ganz klar. Also wenn ich jetzt Roll and Write mir rausziehen müsste aus dem Schrank und sage, heute wird Roll and Write gespielt, nichts anderes, dann ist es ganz klar Roman Alea. Da wird alles drin bleiben, was da so dazugehört. Das ist einfach. Das sind persönliche Vorlieben, das ist ganz klar. Aber für viele mag Roll and Write auch gerade ausmachen, dass es eben schnell geht und nicht viel Platz wegnimmt. Aber ich spiele halt lieber dann ein bisschen mehr oder hab dann lieber ein bisschen mehr Spiel einfach so dabei. Das ist einfach die Sache. Und dementsprechend ist das wirklich echt ein Highlight hier gerade im Haus. Und ich freue mich auf weitere Partien.
Das war Roma und Alea. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt mal so ein bisschen so ein Bild machen, was das Ganze denn so tut, macht und kann. Und freuen wir auf euer Feedback. Einmal zum Thema und einmal also zu Roma und Alea und natürlich aber auch zur Art der Sendung, was ihr denn so davon haltet. Wie gesagt, keine Rezension, kommt noch, aber das jetzt erstmal so als erster Eindruck. Macht es gut, bis dahin, besten Dank und tschüss.